Grüße, da bin ich wieder. Wie ich gesagt habe, wir sind wieder hier im Domizil angekommen. Das Schöne ist, auf dem Weg wieder hierher ist mir Tristan, der Vampirjäger, begegnet. Ich habe ihn nicht weggehauen, weil ich habe noch nicht die Stufe für den. Der war Stufe 44. Natürlich, der Rückzug nach vorne, oder wie war das? So, jetzt müssen wir uns erstmal darum kümmern, dass wir unsere Ausrüstung wieder mal reparieren können. Und erstmal reparieren. Sachen einlagern, dies, das, Ananas. Jetzt kommt erstmal wieder der komplette Klimbims-Kleingram. So. Gut, da haben wir hier, 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 hier. Gut, wir haben hier eine gnadenlose Kupferkeule bekommen, die ist Stufe 12. Wir haben aber eine gnadenlose Kupferkeule der Stufe 12. Das bedeutet, die... Nee, Quatsch. Das ist Blödsinn. Was erzähle ich denn da? Hier. Die zwei Rezepte haben wir gefunden. Papier haben wir gefunden. Ich glaube, mit dem... Also, ich vermute mal, die Brunnenanlage, das können wir versuchen, irgendwie freizuschalten. Aber die gnadenlose Kupferkeule, weil wir haben ja schon eine. Ich glaube, das Buch habe ich schon. Geldspeicher. Hauen wir erstmal das da rein. Haben wir jetzt schon wieder 26 Kupfermünzen. Wie gesagt, wozu ich die Steinmasse brauche. Produziert in Mahlwerk. So eine Frage. So, das können wir hier freischalten. Nix. Nix. Also das Buch kann ich in die Truhe der Zerschredderung hauen, oder wie? Kriege ich dann Papier oder sowas raus, wenn ich solche Bücher zerstöre? Das werden wir mal herausfinden. Alter. Schule Blut. Chaos, Frost. Achso, alles klar. Das stimmt, das war ja dieser Blutaltar. Da können wir ja die Fähigkeiten, also die Schulen nicht... Beziehungsweise die Fähigkeiten zurücksetzen. Gut, was brauchen wir zum Reparieren? Nein, ich möchte mein Inventar haben. So, Haltbarkeit. Ach, der Knochenring ist langsam... Giert, wo ist der hin? Da. My equipment is worn down. This is much better. Da brauchen wir Leder. So habe ich denn eigentlich keinen Kopf, also keinen Kopfschmuck, keinen Helm. Ist das ein Produkt? Ist das irgendwie entstanden? Dicke Leder, dicke Tierhaut. Das will ich noch nicht. Ist das ein Produkt? Eine Tierhaut zur Herstellung von Rüstungen. Okay. Leder haben wir eins. Nehmen wir uns mal den ganzen Stack hier. This is much better. Wie tun wir die Fäden herstellen? Da brauchen wir eine Weberei, ne? Na gut. Soll es erstmal dahingestellt sein? Gut, was haben wir hier produziert? Steine. Also Blöcke. Und hier haben wir auch... Das kommt alles drüben hin. Ups. So war das. Und hier kommen die Knochen rein. Ah. Alles klar. Da schreddert jetzt also von alleine los. Cool. Holzplanken brauchen wir auch. Sehr viele. Anbaufläche. Okay.
hier zum Schmelzofen. Was sind das? Eisenerz, genau. Lehm. Was ist das? Steinstaub. Das ist das, was wir hier haben. Und das. Erstmal mit dazu tun. Das sind alles Kräuter. Ich sag, wo der Lehm jetzt erstmal hinkommt, weiß ich noch nicht. Was ist hier drin? Lehm. Stimmt, ich habe jetzt überall so eine, na sag schon, so eine Truhe hingestellt in jeden Raum. Das habe ich auch schon komplett vergessen. Jetzt muss ich erstmal. Waren die jetzt im Keller? Ach, hier haben wir doch die Fäden. Perfekt. Ja, das musste jetzt erstmal sein. Fall. Nie, dass uns erst noch die Klamotten so flupp vom Leib fallen. Wir wollen doch nicht nackt hier durch die Gegend rennen. Also, nicht wirklich. Nicht öffentlich. Hm. Ja, die Belohnung gucken wir uns noch an. Alchemietisch haben wir jetzt von ihm bekommen. Ach, der sieht auch wirklich wunderschön aus. Er könnte wirklich der durchgeknallte Bomberman sein. Kleine Sprengstoffkiste. Ressourcen, Wände, Türen, alles klar. Zauberpunkt Chaos. Gut, was hatten wir mit der hier freigeschalten? Lederwerkstation. Und die Verschlingertruhe. Da brauchen wir Bretter und Kupferbahn. So, wo bauen wir die jetzt hin? Ich denke mal erstmal hier vor unseren Schlafplatz. Alchemietisch können wir jetzt bauen. Und Lederwerkstation, alles klar. Garten, jo. Da. Ach, Bretter war's. Alles klar, nicht Leder, Bretter, Entschuldigung. Was brauchen wir dann dafür? Bretter, Schwefel, Bretter und Leder. Ja, das war's Leder doch fast richtig. Na, Igor! Da freut sich auch nur, dass er lebt. Ich wollte gerade sagen, habe ich nicht irgendeine Waffe für den? Nee. Leder haben wir, Schwefel brauche ich. Brauche ich den Schwefel oder brauche ich den Schwefel? Ach, das ist Schwefelerz. Brauchen wir den Schwefel. Alles klar. Bretter brauchen wir. So, was können wir? Können wir das hier schon mal bauen? So in die Ecke. Ich denke mal, die zwei, das wird mit dem anderen zusammenhängen. Ledertasche, Raufaden, alles klar. Haben wir nicht schon eine Ledertasche oder sowas?
Banditentasche. 7, alles klar. Brauchen wir uns das erstmal. Größere Taschen. Yo. Ho. Yo. Ho. Aber dass ich jetzt, also dass ich da jetzt nur Taschen dran herstellen kann, da ist jetzt die Lederwerkstation ein bisschen. So ein bisschen. Gut, wir brauchen Schwefel. 12 Mal. Holzwerkbank und einfache Werkbank haben wir schon gebaut. Die wollte ich noch. Die ist auch richtig groß. Okay. Das kann ich reinhauen. Das Buch kann ich, wie gesagt, das Buch kann ich auch zerstören da drinnen, weil, wie gesagt, ich hab's ja schon. Wie gedacht, Papier und robuste Tierhäute. Ist ja cool. Das ist cool. Das ist so eine Dungeon and Dragons Gedächtnistruhe, oder wie? Aber die passt nicht so richtig herein. Die muss ich nochmal umplatzieren dann später, wenn es soweit ist. Die passt da hin. Gut, das kommt rein. Das. Nee, das nicht. Aber die beiden noch. Was ist das? Kleines Sonnenwiderstandsgebräu. Das ist Alchemie. Das kommt da links in die... hier rein. Genau. Das kommt woanders hin. Was habe ich noch hier drin? Ach so, die ganzen Anhänger. Warte mal. Das Chaos-Tuch hier, das hebe ich mir mal auf. Aber das hier. Das kommt jetzt alles in den Schredder. Weil, wie gesagt, wenn ich irgendwann mal unsere Typen ausbaue, dann. Natürlich mit der höchstmöglichen Ausrüstung. Ritter. Stein. Ritter, Stein. Damit kriege ich aber wenigstens wieder Stein. Das ist auch cool. Vor allem auch nicht gerade wenig, ne? Die Truhe kann auch Musik machen, das kannst du wissen. Gut, hier waren die Wandpaneele, genau, und die Brunnenanlage. Und Papier. Was war hier drin? Ah, okay, alles klar, und Knochen. Ich muss mal gucken, ob was bei uns wieder in den Brunnen reinpasst. Na, nicht so viel. Ich habe gedacht, würde mehr reinpassen. Was brauche ich denn zum Upgraden? Verstärkte Bretter, Glas und verbesserte Blutessenz. Alles klar. Igor, wir schaffen das. Verbesserte Blutessenz, was brauche ich denn dafür? Ah, diese Herzen, ne? 4 unbefleckte Herzen, also das wären dann eher so von solchen Heiligen. Okay.
Okay. Jo. So, was konnte ich... Ich konnte doch noch, glaube ich, noch irgendwas bauen. Nee, Gerbegestell, das habe ich schon oben. Das ist draußen. Okay, das ist echt eklig. Lege Blumen auf dieses Grab, um verschiedene Untote zu erwecken und töte sie dann erneut, um ihre Überreste zu erhalten. Okay, das ist ein bisschen sehr skurril. So, Beleuchtung haben wir irgendwas Neues freigeschalten. Ja. Hogwarts-Lampen haben wir freigeschalten. Fliegende Kerzen. Okay. Ja, wir müssen weiter wie Platz töten. Ansonsten kommen wir hier einfach nicht zu Potter. Geschnitztes Holz brauchen wir dafür. Alles klar. Verschiedenes. Statuen. Alles klar. Lagerung. Da haben wir doch, glaube ich, auch noch irgendwas Neues freigeschalten, oder? Bücher haben wir. Das haben wir. Ach nee, das war Alchemist. Das war der Alchemist-Typ da. Da müssen wir erst die... den Alchemietisch bauen. Genau, das war es noch. Schwefel und Blutessenzen. Da bauen wir es erstmal gleich hier daneben, weil wenn ich dafür schon Blutessenzen brauche, bauen wir das hier daneben. Erstmal vorübergehend. Schwefel brauchen wir jetzt. 12 Stück. Passt ja. Bauen wir den erstmal hier hin. Wie gesagt, da kommt mal irgendwann woanders hin, in einen anderen Raum. Aber damit könnten wir jetzt auch Alchemie wirken. Schwefel und Wetzstein. Eine Kiste voller Sprengstoff, Vorsicht. Empfindlich, kann verwendet werden, um riesige Ressourcenadern, Wände und Türen zu zerstören. Okay, also klar, ich hab gedacht, das wäre hier so ein Aufbewahrungsbehälter, aber nein, das ist ein Behälter, den kannst du platzieren und dann mit dem gezielten Schuss, puff, alles klar. Jetzt habe ich noch Stein und robuste Tierhäute und Garn, das muss ich jetzt alles wieder oben hinbringen, sodass wirklich ich leer bin und dann gehen wir das nächste Wieblatt suchen. Rein. Das kommt dahin, das kommt dahin. Das kommt da rein. So. Ja, da haben wir wenigstens wieder ordentlich was jetzt gerade produziert wird, aber wir müssen ja immer noch. Könnte man das nicht auch noch verbessern? Ach ne, das ist dann hier mit diesen Dingern, die ich in der Truhe habe. Alles klar. Der Mond geht auf. Okay. Ja. Dann suchen wir uns das nächste Wieblatt. Bringt mir eine Angeltruhe jetzt so gerade. Ach so!
Sag's doch bitte gleich nochmal. Ich wollte mir da den Totenring hier noch bauen. Kann ich den mir mittlerweile schon craften? Also herstellen? Wo müsste ich den herstellen? Das ist ein eiserner Ring. Müsste er bei der Schmiede sein, ne? Also an der Werkbank hier. Jo. I am missing key ingredients. Trauerlilie brauche ich dafür und Grabstaub. Alles klar, habe ich so viele Trauerlilien? Und wenn nee, wo kriege ich die her? Trauerlilien sind unten im. Na sag schon. Hier unten drin halt. Nee, das war verkehrt an hier drüben. Ich habe mir gerade noch Sorgen gemacht, dass ich nicht genügend Trauerlilien habe. Gott, oh Gott. Jetzt brauche ich noch Grabstaub. Grabstaub müsste eigentlich ja hergestellt sein. Das Ding rattert ja schon nicht mehr. 10. Ich glaube, ich brauche mehr. Ich will gleich die Knochen von unten nach hier oben, ey. Oh, viel Spaß beim Spielen. Gut. Das war verkehrt. Mann. So. Nee, es hat erstmal gepasst. Es waren genau 9, die ich gebraucht hätte. Hoher Nebelstein, verbesserte Blutessenz. Ja, das können wir noch nicht herstellen. Aber wir haben das erstmal. Damit ist unsere Zauberkraft gerade mal ein bisschen gestiegen. Und wenn ich den herstellen kann, da brauche ich aber verbesserte Blutessenz dafür, eine. Dann wird es richtig geil. Weil ich glaube, jetzt bin ich jetzt gerade so stark geworden, dass ich hier den anderen einfach so jetzt gewachsen bin. Nicht umhauen kann, aber dem gewachsen bin. Den Ring werde ich mal versuchen, Igor anzustecken. Also, Igor! Wo bist du? Wo schlumpert denn der schon wieder rum? Schläft er? Patrouilliert derzeit auf dem Schlossgelände. Ja, das ist schön, aber da soll man ja herkommen. Ach, da ist er doch. Moin, siehst du? Ja. Dein allergrößter Fan. Wow. Ach so, wo ich jetzt die Waffen zerstört habe, hätte ich jetzt dem auch mal hier so die Knochen. Ja. Das war ein bisschen blöd gelaufen gerade. Aber rein theoretisch ist er eigentlich gut ausgerüstet. So, was habe ich jetzt noch alles in der Tasche? Bretter, Kupferbahn, alles muss verstaut werden. Verdammt. Ja, wie gesagt, ich möchte meinen Platz nutzen, so gut wie es geht. Grabstauber, aber Alchemie, ne?
Wetzsteine habe ich mittlerweile wirklich sehr viel. Also da brauche ich eigentlich nichts mehr herstellen. Vorübergehend. Bretter habe ich auch mittlerweile gut was angehäuft. Steine, die rattern gerade durch, wie bis zum geht nicht mehr. Achso, da kann ich ja eigentlich rein durch noch die eine Treppe hier bauen, aber das lassen wir erstmal. Das lassen wir erstmal so, wie sie alle. Das bleibt erstmal alles so, wie ich. Gut. Ja, jetzt können wir uns hier einmal komplett einmal hier hocharbeiten. Die drei und den hier sogar noch. Das wäre sogar ausgeglichen jetzt. So. Dann machen wir zuerst die Ratte. Oh. Okay, das ist also so einer, den man so ab und zu mal trifft. Da gibt es nie. Das ist, um den zu finden, da muss ich einfach suchen. Okay. Dann kümmern wir uns um den hier. Um den Angler. Sag ich jetzt mal. Um den Fischer. Grob die Richtung. Reißen wir mal dahin ins Portal. Sehr weit entfernt, also ja. Ja, ein Fischer, der muss irgendwo an der Küste sein. Jetzt ist er schon nah. Aber dass die Pestratte doch etwas schwieriger zu finden ist, das hätte ich jetzt nie gedacht. Lass mich in Ruhe. Sehr nah. So, den Fischer machen wir beim nächsten Mal. Ich stehe ja schon hier. Für mich geht es gleich weiter, für euch geht es beim nächsten Mal weiter. Also, bis dann.